Na doch, jetzt nimmt das ja doch. Er hätte doch auch gleich nehmen können, die Kugel. Oh oh. Da hat man die ganze Scheiße umsonst gemacht. Deswegen hat er das vorher nicht gemacht. Gut, wo sind wir denn jetzt? Wo haben wir uns denn jetzt hin manövriert? Hallo Hack. Oh. Holla die Waldfee, was für ein Auftritt. Wo bin ich? Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache, Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman? Ja, das... Aquatromanius Pianoforte Ritardando? Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Nordens, Erbe des Throns und Oberorchester Blasmusikant der Vier Winde? Das reicht! Der Dritte. Wow, du bist es wirklich. Ja, ist ein Prominenter. Finde Robert schöner. Oh, Conroy wieder. Du kannst ruhig Robert sagen. Alles klar, euer Gnaden. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Deine Flötennase hat es nicht mehr sicher. Setz lieber einen Nasenschoner auf. Ein Nasenschoner. Ich werde vorsichtig sein. Das stimmt, ich erinnere mich. Die hatten alle so eine Nasenüberzieher, damit man sie nicht erkennt als Flötennasen. Ich glauben, ja, stimmt. Stehst, euer Gnaden. Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches. Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Also das ist das, also genau, das war das Ende vom ersten Teil. Nicht mehr gibt. Weißt du noch? Du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen. Und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Erzähl das denen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ich möchte, man könnte ja ein Spiel denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen. Dann können wir uns die Videos so angucken. Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem, es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher. Ihr seid hier nicht sicher. Also gibt es noch Flötennasen, die frei sind? Sie halten sich versteckt? Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast nicht zufällig meine kleine Schwester gesehen? Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die sagt vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposiens. Okay, hier fährt eine Seilbahn. Stimmt. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann können wir beide abhauen. Mhm. Ich wusste, du würdest uns helfen. Guck mal gleich genau hin. Ist das auch klar? Ja, guck mal, der Hack ist ganz gelangweilt. Ja, pass auf, und gleich fliegt dein Schaf lang. Pass auf. Ja, ich glaube, da hinten auch, guck mal. Ich glaube mal, diese Schafe sind die Wolken. Ja, genau. Das sind, glaube ich, die Wolken hier. Das sind Wolkenschafe. Also der Trango ist auch da jetzt. Und auch Davo und Evil fanden das auch ganz witzig, wie wir abgegangen sind da hinten. So, was können wir jetzt hier machen? Wir haben Libretta, könnten wir ansprechen. Trango hat wieder 1 Euro gespendet. Danke sehr, Trango. Es tut mir leid, aber es wird aktuell nicht angezeigt. Es gibt leider kein Männchen oder so, was das darstellt, da leider bei Tippy Stream irgendwie meine ganzen YouTube-Sachen nicht ankommen. Überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Null. Schade. Tut mir auch wirklich leid, aber ich sehe es im Chat und ich bedanke mich trotzdem bei dir. Danke sehr. Hempernickel. Was haben wir hier? Zum Kramladen. Hier ist eine Wollmaus. Guck mal hier. Hier ist... Komm, wir sammeln die einfach mal ein. Sammeln eine Wollmaus, gucke.
der denn da? Ach, der schiebt die da hoch dann immer. Kann ich noch mehr nehmen? Krawallig noch eins. Nimm die Pfoten da raus. Ja, ach so, okay, entschuldige. Ja, ja. Zum Kramladen, gehen wir mal rein. Wollen wir doch mal damit anfangen. Wollen wir mal gucken, was gibt's im Kramladen zu holen. Dieses Spiel, wie gesagt, 9,99 € aktuell. Ein neues Gesicht in der Stadt. Wie schön. Willkommen in Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Als Begrüßung gibt's gratis von mir die Bollinger Wundertüte mit ausgesuchten lokalen Spezialitäten. Wollen wir mal gucken, was es da gibt. Danke. Was war das jetzt? Warte, wir gucken mal rein. Dreieckiges Inventar. Eine Zahnseide bekommen und einen Kaugummi. Da können wir doch die Zahnseide, den Kaugummi essen und mit der Zahnseide können wir wieder rauspulen wahrscheinlich. Hier haben wir noch einen Schwamm. Ach komm, wir klauen einfach mal alles. Kann ich die Wollmaus hier haben? Das ist ein Schwamm. Wollmaus? Meinst du den Schwamm? Meinst du den Schwamm? Schaff sie raus, ich bin allergisch. Jetzt haben wir schon zwei Wollmäuse. Was ist das hier? Das Ei wird von einem komischen, kranzförmigen Bauteil gehalten. Ein sogenannter Vierkranzregler. Er stammt noch von der alten Seilbahn. Den habe ich, gefunden. 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 Dann werden wir den auch mal nehmen. Das Ei ist unverkäuflich. Alles klar. Hack, dann müssen wir eben den... Ah, pass mal auf, wir haben noch Sachen klauen müssen bestimmt. Ein Tuch. Komm, wir nehmen das mal. Finger weg. Das Seilbahnmodell dürfen sich nur ausgewiesene Seilbahnliebhaber anschauen. Ich bin ja begeistert. Das wird ja spannend hier. Dann bin ich gespannt, ob wir diese Seilbahn jemals in Betrieb sehen. Was ist das hier? Pfeile. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Oh, dann machen wir das doch mal. Oh, jetzt. Robert! Das war wohl nichts. Wie soll man mit solchen komischen Pfeilen vernünftig werfen? Das sind professionelle Turnierpfeile. Die fliegen eben nicht von alleine ins Ziel. Das ist super. Das wäre natürlich praktisch. Ein Pfeil, der von alleine ins Ziel fliegt. Hab eine Idee. Hack, komm mal her. Wir könnten ja Hack zu so einem Pfeil... Ah, guck, pass auf, ich sehe das. Wir brauchen diesen Kranz, der hier unten drunter ist. Den muss Hack besorgen. Dann muss man Hack sich den über den Schwanz ziehen. Dann braucht Hack noch vorne eine Spitze am Kopf. Und dann fliegt Hack da in die Scheibe. Was ist denn noch da oben? Da oben ist noch was. Hack fliegt mal rüber. Lokale Spezialitäten. Will er nicht haben, der Hack. Sicher? Das sind ausgewählte Spezialitäten. Oh, Ivy mag ihn. Danke sehr, hat 10 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank dafür. Habe ich jetzt gerade das gelesen. Du Papa. Ja. Aber sieht man doch trotzdem, wie viel Euro. Wir sehen das jetzt hier und im Chat hat es ganz kurz angezeigt. Und es ärgert mich sehr, dass das jetzt da unten in das, im Scrollbar nicht lang fährt. Aber das kriege ich irgendwie noch hin. Und wenn ich dafür einen neuen Account anlegen muss. Danke auf jeden Fall, Evil. Ich werde das sinnvoll benutzen. Für, mal gucken, wofür. So, was kommt, guck mal hier oben. Was ist das denn? Eine Conroy-Statue. Wir sollten besser keine Aufmerksamkeit erheben. Okay, bloß keinen Blödsinn machen hier. So, sollte es sich irgendwie ergeben, dass man... Oh, hier oben ist auch noch was. Dass man mich nicht richtig versteht oder so. Schreibt es bitte in die Kommentare. Dann würde ich das... Würde das Spiel wieder etwas leiser machen. Aber im Moment müsste es ja eigentlich gehen. Ne? Dürfte ja nicht großartig stören. Auch Hack... Was? Ich weiß nicht, wer was geschrieben hat. Das glaube ich jetzt nicht. Weg da! Okay. Da unten ist ein Mauseloch. Guck mal. Da unten ist ein Mauseloch. Aber da können wir doch bestimmt mit dem Robot aber auch nichts machen. Wie kriegen wir denn... Achso, Hack, schmeiß mal das Ei runter. Komm, Hack, pass auf. Wir hauen jetzt mal das Ei runter. Ich fürchte, da schlüpft nichts mehr. Da schlüpft nichts mehr. Dann fliegen wir immer hier ran, an die Dartscheibe. Und hacken mal da ran. Du musst mit einem Pfeil treffen. Nur dann gilt es. Ach so. Und hier fangen den Ball. Wenn du das haben willst, musst du beim Dart gehen. Alles klar, also müssen wir jetzt. Wir werden den fliegenden Pfeil bauen müssen aus dem Hack. Und dann müssen wir da oben das Ding gewinnen, garantiert. So, das heißt, wir brauchen irgendwas. Was haben wir gleich nochmal im Inventar?
Guck mal, das ist da aufgemacht. Kaugummi und zwei Wollmäuse. Ich nehme mal so einen Pfeil raus. Kann man den einfach mitnehmen? Ich soll mal. Ah. Ach nee, den kann man nicht mitnehmen. Mal schießt er wahrscheinlich wieder und schießt wieder in den Boden. Ja, aber klar. Das wird also nichts. So geht's nicht. Schon wieder daneben. Ja, ja. Du kannst aber auch ein bisschen üben, Robert, ne? Gut, also hier wird's nichts. Dann müssen wir. Was gibt's hier noch? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Trophäe erhalten. Übung macht den Meister. Da oben ist ein Windmesser. Das bringt nichts. Ach, da könnten wir. Ah! Wir könnten irgendwie hier drin eine Wind machen. Ja, guck mal, da oben ist eine Fahne. Die hier meinst du? Mhm. Ja, die zeigt an, dass ob hier drin Wind ist oder nicht. Wahrscheinlich könnten wir hier drin Wind machen. Aber wir haben jetzt nicht mehr was anderes. Hier drinne Geister. Spezialitäten? Conroy? Mehr ist ja nicht. Okay, also hier drinnen können wir wahrscheinlich erstmal mehr nicht machen. Da unten wackeln übrigens die Augen bei dem Skelettkopf. Hast du das gesehen? Der lebt noch. Gehen wir mal zurück zum Marktplatz. Ich wollte das sehen, ich habe das nicht gesehen. Okay, wir kommen hier nochmal rein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe jetzt schon, das wird wohl hier 8000 Spielstunden dauern. Wollen wir mal gucken, jetzt wird es interessant, Rätsel zu lösen. Was ist das hier? Hier ist noch ein Stoßzahn, guck mal. Den. Ah! Guck mal, da oben ist. Du musst immer unten lesen. Ja. Ich nehme jetzt mal. Damit habe ich bereits eine Lawine ausgelöst. Genau, ich muss den. Das ist unser Stoßzahn. Aber jetzt müsste ich eigentlich die beiden Wollmäuse und den Stoßzahn. Das scheint sie nicht besonders zu interessieren. Das wird nicht. Dann gucken wir mal über den Stoßzahn. Wir haben unseren Vogel ich da drin nicht, vergessen. Dass mir der Kaugummi das ganze Inventar verklebt. Nö, ja, kommt bestimmt. Irgendwann. Mit Zahnseide? Oder? Ja, war's. Also wir haben schon irgendwie was zusammenbauen müssen. Da drinnen waren wir schon, gehen wir weiter. Quatschen wir doch den mal an. Hempernickel. Hallo? Nur was du uns erzählen hast. Hallo? Wer da? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Nie gesehen. Du bist doch wohl keine Tröte? Nein, ich bin nur Robert. Ach guck mal, eine Tröte darfst du nicht haben, siehst du? Noch schlimmer ist. Was willst du hier, Ben? Oh, ach so, jetzt kann man mit den Leuten reden. Wähle ein Gesprächsthema. Das ist jetzt quasi die erste Frage. Das sind die Konroyalisten, schau mal. Ich will mal eigentlich. Was? Ja, hat gerade das Licht geflackert. Oh je, gleich gibt's einen Überspannungsschuss, ey. Oh nein. Das Gewitter draußen. Aber die Sonne scheint. Ich sehe gerade die Sonne scheinen und das Licht ist aber gerade ausgefallen. Deswegen konnte man mich wahrscheinlich gerade im Dunkeln nur sehen. Was war hier gerade los? Das war eine Spannungsschwankung. So, ich guck mal, was die Konroyalisten sind. Ja, das war die Bruderschaft der Konroyalisten. Die letzte Bastion gegen die Flötennasen. Zu der ich selbstverständlich gehöre. Oh, ist das auch ein Feind von Flötennasen? Um es zu beweisen. Eine hübsche Brosche. Brosche? Männer tragen keine Broschen. Das hier ist ein Anstecker, ein Symbol. Ein Symbol für was? Den Bund der Conroyalisten unter Emil. Also das ist ein Feind. Nicht. Seit wann hat Conroy denn Fans? Früher haben ihn alle gehasst. Er konnte machen, was er wollte. Die Leute haben nicht auf ihn gehört. Stimmt genau. Einer der verkanntesten Staatsmänner unserer Zeit. Was zur Hölle ist in den letzten 3 Jahren passiert? Okay, so, guck mal, was hat er für eine Arbeit? Ich schaufel die Wollmäuse in die Loren. Wozu? Damit sie was von der Welt sehen. Oh, wie nett. Eine Wollmaus müsste man sein. Den ganzen Tag Lore fahren. Ach so. Keine erstickende, bleischwere Verantwortung. Guck mal, dann sind das bestimmt die dahin. Genau. Wo fahren sie denn hin? In die Fabrik. Da werden sie geschoren und dann fahren sie wieder raus aus der Fabrik. Und dann? Fahren sie wieder rein in die Fabrik. Und dann? Wirklich? Ne? Okay, das heißt, offenbar werden die geschoren, dann fahren sie wieder zurück, dann wechseln sie wieder Fell, dann fahren sie wieder rein. Drücke mal da auf die Bahn. Guck mal, warte mal, da Ivo schreibt die Mäuse vors Loch. Die Mäuse vors Loch. Vors Mauseloch, meint der Evil. Wahrscheinlich. Das probieren wir gleich nochmal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Hey, wisst ihr etwas über die Seilbahn? Was gibt es da zu wissen? Das alte Ding ist kaputt. Seit dem Unfall. Es gab also einen Unfall. Die Frage ist, was gab es für einen Unfall? Ja, der Verrückte, der die Bahn gefeuert hat, ist hier noch auf dem Dach der Schiererei. Ist abgebrochen. Ach guck mal, der hat den Wagen gefahren, ist noch auf dem Dach oben.
Wegsperren sollten sie den. Den müssen wir also rausfinden, welches war. Jetzt nochmal. Ach, guck mal, gibt's noch mehr zu reden. Das ist ausgegrault? Hä? Aber die Beine sind noch hell. Hier gibt's noch was zu reden. Dann gucken wir mal, was der Windmönch noch. Wisst ihr zufällig etwas über den letzten Windmönch? Ja, ich weiß alles über Conroy. Ich habe gleich nach Conroys Fall seine offiziellen Memoiren gelesen. Das meinte ich eigentlich nicht. Aber soweit ich weiß, hatte Conroy nur ein Tagebuch. Ganz genau. Emil hat dafür gesorgt, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Stand da vielleicht was über selbstgebaute Götter drin? Nein, aber es steht die Wahrheit über die Tröten. Tröten? Na, du weißt schon, Junge. Die Leutchen mit ihren komischen Instrumentennasen. Ah, das sind die Tröten. Es ist kein nettes Wort, aber es passt. Robert ist eine Tröte. So, aber jetzt gibt's noch mehr zu erzählen über das. Dass die Leute jetzt Fans von Conroy sind. Ich kann nicht glauben, dass es jemals nicht so war. Zum Glück hat Emil die Wahrheit ans Licht gebracht. Emil hat's gezeigt. Der Retter der einfachen Leute. Das ist ein Guter. Der sagt, wie es ist. Der hat dafür gesorgt, dass hier nicht alles den Bach runtergegangen ist, nachdem sich Conroy für uns alle geopfert hat. Hat das Ruder übernommen, bis Conroy wiederhergestellt ist. Conroy hat sich für uns alle geopfert. Das darf nicht passieren. Es hat ewig gedauert, ihn kaputt zu... Du hast mich umgebracht, Robert. Du bist ein böser Novize gewesen. Ein böser Novize. Was wolltest du sagen? Nichts, nichts. Also, hallo Mr. Zocker LP und hallo Black Wolf. Und was das hier ist, das ist das Spiel The Inner World Teil 2. Das wollte ich mir gerne unbedingt mal reinziehen, weil ich ja damals das als allererstes Spiel in meinem Kanal überhaupt gemacht habe, den ersten Teil. Und das habe ich jetzt für PlayStation 2 gekauft. Und jetzt ziehen wir uns mal so die ersten paar Minuten dieses Spiels rein und wollen mal gucken, ob das auch so einen schönen Humor hat, wie das damals hatte. Und ob das ein gutes Point-and-Click-Adventure ist. So. Jetzt haben wir geklärt, dass der da auf dem Dach noch oben sitzt. Jetzt gucken wir mal noch, was der Autos noch was zur Arbeit gibt. Macht dir Spaß? Nein, ich würde lieber auf dem Hintern durch Glasscherben rutschen. Das Einzige, was das hier erträglich macht, ist die Mittagspause. Wann ist die denn? Die wird von der Vorarbeiterin in der Schererei durchgesagt. Warum macht ihr nicht einfach so Pause? Bist du verrückt? Wo kommen wir denn dahin? Das wäre Anarchie. Nein, mit der Pause muss man warten, bis die Vorarbeiterin sie ansagt. Okay, also müssen wir die Leute in die Pause schicken irgendwie. Jetzt ist die Frage, ach, hier ist immer noch was zu sagen. Wie wird man eigentlich Wollmaus-Schaufler? Naja, ich habe den Job von meinem Vater geerbt. Wieso, willst du mir meine Arbeit klauen? Ihr habt doch eben gesagt, ihr hasst den Job hier. Das ist nicht der Punkt. Außerdem gibt's ja immer noch die Mittagspause. Wenn nur langsam mal die Durchsage der Vorarbeiterin kommen würde. Okay, jetzt haben wir den abgeklärt. Jetzt haben wir nur noch eine Sache zu Stand Windmönch. Stand im Tagebuch der Biografie zufällig was darüber, wo die Windmönche genau herkamen? Gibt es vielleicht eine Adresse? Ja, na klar. Windmönchkloster 14 bis 17b, Ecke Heiligenallee. Oh, wirklich? Danke. Ich wusste ja gar nicht, dass es eine richtige Adresse gibt. Es gibt natürlich keine Adresse, du Schwachkopf. Sag mal, bist du in einer Höhle aufgewachsen? Wenn ihr damit einen Ort ohne Licht und ohne Hoffnung meint, dann ja.